Jetzt aber wollen wir erstmal zum Förderer des Sportes in Herford kommen. Und ich mache es mal ganz kurz und knapp. In diesem Jahr wird der Staffelstab für den Förderer des Sportes der Stadt Herford an Gustav Meyer zu Hartung vom Reitverein von Lützow-Herford weitergereicht. Staffelstab dabei? Das ist praktisch, ne? Den kann man gut, ist nicht so groß, dass man ihn nicht mit auf die Bühne bringen könnte. Aber bevor jetzt dieser Staffelstab übergeben wird, bitte ich unseren Bürgermeister Bruno Bäuerling um eine kurze Würdigung von Gustav Meyer zu Hartung. Ja, lieber Gustav, liebe Familie Meyer zu Hartung, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sportlerinnen, liebe Sportler, ist für mich als Bürgermeister auch immer etwas ganz Besonderes, diese Ehrung einmal im Jahr vornehmen zu können, denn das ist die höchste Auszeichnung, die man im sportlichen Bereich in der Stadt Herford bekommen kann. Und es freut mich ganz besonders, dass bei meinem letzten Auftritt als Bürgermeister ich die Ehre habe, dich, Gustav, zu ehren. Denn das darf ich so sagen, wir haben viele Jahre gemeinsam in unterschiedlichsten Gremien versucht, für den Sport Akzente zu setzen. Gustav ist geboren am 18.12.1941 in Bielefeld. Er ist während seiner Schulzeit schon dem Sport zugewandt gewesen. Er hat dort Leichtathletik im Sommer betrieben, Geräteturnen. Im Winter habe ich übrigens weder im Winter noch im Sommer gemacht. Darüber hinaus war er auch aktiver Handballer. Und sein Drang zum Sport ist eigentlich vermittelt worden durch Dr. Erich Strang-Höhner, einer seiner Lehrer, sein Sportlehrer. Und zumindest die Älteren von Ihnen wissen, dass er Vorsitzender der Turngemeinde Herford war, ein sehr engagierter Vorsitzender und sich auch immer in der Verpflichtung gesehen hat, für entsprechend Nachwuchs zu sorgen. Es blieb natürlich nicht aus, dass Gustav Meyer zu Hartung bedingt durch den eigenen Hof natürlich auch dem Reitsport sehr verbunden war. Und wer einmal an dem schönen Hof an der Bielefelder Straße vorbeifährt, der wird sehr schnell merken, dass man, wenn man dort beheimatet ist, ja, Reitsport einfach betreiben muss. Er ist sehr früh angefangen, er hat bereits 1957 das erste Turnier bestritten, war in vielen Turnieren sehr erfolgreich. Und da war auch wieder jemand, der Strang-Höhner ist, der ihn dort sehr gefordert hat. Und das war nicht Erich Strang-Höhner, sondern Heinz Strang-Höhner. Nicht verwandt oder verschwägert, sondern das war seiner Zeit sein Reitlehrer. Und in der Reitszene hat Heinz Strang-Höhner natürlich einen großen Namen. Und er hat viele, viele Herforderinnen und Herford und darüber hinaus zum Reiten gebracht. Und das hat ihn besonders animiert, auch weitere Leistungen zu zeigen. Er hat natürlich auch seine berufliche Ausbildung nicht vernachlässigt, sondern ganz im Gegenteil, staatlich geprüfter Landwirt und entsprechend Meister. Und er hat in seiner aktiven Zeit eigentlich schon angefangen, Funktionärsarbeit zu übernehmen, indem er bereits 1962 in den Vorstand zum Reitverein und Pfarrverein von Lützow gewählt worden ist, damals als Jugendleiter. Und da hat er auch sehr schnell entsprechende Prüfungen abgelegt zum entsprechenden Trainerschein. Heute wäre es der Trainerschein C, vergleichbar mit der damaligen Ausbildung, die du genossen hast. Und bei so viel Aktivität schon in jungen Jahren hat er es natürlich auch nicht versäumt, sich zu verlieben. Das hat zur Hochzeit mit seiner Frau Christine geführt, die ich ja auch ganz besonders herzlich begrüße. Drei Kinder sind aus der Ehe hervorgegangen und alle drei sind dem Reitsport eng verbunden. Das überrascht jetzt nicht wirklich. 1973 war es Christoph, der mittlerweile zweiter Vorsitzender im Reit- und Fahrverein von Lützow ist, also in die entsprechenden Fußstapfen tritt. Im Jahre 1974 ist Florian geboren, der Profireiter geworden ist und zurzeit Ausbilder auf dem Gestüt Schockemühle entsprechend dort seiner Tätigkeit nachgeht, und die Tochter, 1983 geboren, Caroline, betreibt sehr aktiv das Hobby des Reitsportes. Ich hatte den Vorstand erwähnt, und da muss man sehen, dass Gustav dann bereits im Jahre 1972 zum ersten Vorsitzenden
dieses Vereins gewählt worden ist. Und dieses erste Vorsitzendeamt hat er bis 2013 bekleidet. Das sind 41 Jahre. Und wer jemals aktive Vereinsarbeit betrieben hat, der kann sich vorstellen, mit wie viel Arbeitseinsatz, mit wie viel Zeitaufwand das entsprechend verbunden ist. Und wenn ich sehe, welche Entwicklung dieser Verein genommen hat in all den Jahren, zeugt es davon, dass er und die anderen Verantwortlichen im Vorstand hier nicht nur verwaltend tätig waren, sondern extrem gestaltend. Und es ging los mit einer Reithalle am Schützenhof und dann ganz spannend eine Reithalle in den Kasernenanlagen. Das kann für uns alle nochmal wieder ein sehr aktives Thema werden. Es ist eben schon mal deutlich geworden, dass wir uns ja sehr mit dem Prozess der Konversion beschäftigen und die aufzugebenden Kasernenanlagen beinhalten natürlich auch entsprechende Sportplätze, auch eine Reitsporthalle. Insofern schließt sich der Kreis vielleicht viele Jahrzehnte später wieder an dieser Stelle. Und natürlich das aufwachsende Vereinsangetum, früher am Lehmkohlenweg, heute Plankstraße. Und wenn ich alleine sehe, welche großartigen Veranstaltungen dieser Verein aus der Taufe gehoben hat, ob es das gesellschaftliche Highlight, ich nenne es einfach mal so, Galaabend des Pferdes ist, was jeder Herforderer hier oder auch die Region insgesamt gut kennt, oder wenn ich an das sportliche Highlight, großer Preis von Herford denke, wo die gesamte Reiterelite Deutschlands und darüber hinaus hier in Herford an einem entsprechenden Turnier teilgenommen hat. Er ist im Rahmen seiner Tätigkeit ebenfalls aktiv in verschiedensten Arbeitskreisen des entsprechenden Verbandes. Er ist Mitglied im Präsidium der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Er war 15 Jahre Vorsitzender des Westfälischen Pferdestammbuches und 17 Jahre Vorstandsmitglied der Westfälischen Reit- und Fahrschule. In diesem Zusammenhang, was die Vereinstätigkeit anbelangt, und ich weiß, dass Klaus Brinkmann erfreulicherweise gleich auch noch ein paar Worte sagen wird, ist festzuhalten, und das ist auch etwas Außergewöhnliches, dass es in diesem Verein einen geschäftsführenden Vorstand gibt, mit ihm an der Spitze, der 28 Jahre gemeinsame Arbeit geleistet hat. Es ist mit ihm gemeinsam Jobst Hermann Schnarre, Hans-Heinrich Gräßhöhner und Klaus Brinkmann. Und deswegen freut es mich, dass Herr Brinkmann gleich auch kurz nochmal aus dieser Zeit heraus das Wort ergreift. Aber alles das, was ich gesagt habe, war noch nicht genug. Denn neben seiner aktiven Zeit als Sportler, neben seiner aktiven Zeit als Sportfunktionär, hat er sich auch der Politik verschrieben. Er ist bereits 1989 in den Rat der Stadt Herford gewählt worden. Er war in verschiedensten Ausschüssen tätig, unter anderem natürlich Vorsitzender des Sportausschusses, Mitglied im Vorstand des Stadtsportverbandes und nicht zuletzt auch stellvertretender Bürgermeister. Und es ist eigentlich schade, dass Walter Schulz nicht mehr unter uns ist. Wenn er diesen Werdelauf gehört hätte, wäre er stolz darauf, weil das immer sein Idealbild eines Sportmannes war. Wer nach seiner aktiven Zeit, muss man sich auch bereit erklären, Funktionär zu wählen, das wiederzugeben, was man selbst von denen, die einen mal betreut haben, auch entsprechend erhalten hat. Und darüber hinaus, wenn man für den Sport etwas erreichen will, muss man sich auch parallel dazu politisch aktiv zeigen, denn der Sport ist natürlich parteipolitisch neutral, aber er darf nie unpolitisch sein. Denn um entsprechende Rahmenbedingungen in der sportlichen Infrastruktur zu erreichen, bedarf es aktiver Sportler, die auch in den entsprechenden Parlamenten hier im Rat der Stadt Herford tätig sind. Und das will ich an dieser Stelle noch einmal besonders betonen. Und aus der Zeit heraus, lieber Gustav, gibt es viele gemeinsame Erinnerungen. Ich sage nur Stichwort Wallfrieden und ähnliche Entwicklungen. Das alleine wäre ein abendfüllendes Thema. Und ich darf ja auch sagen, allgemein bekannt, wir beide haben nicht das gleiche Parteibuch. Aber wenn es um Sportpolitik geht, haben wir immer mit einer Stimme in all den Jahren gesprochen. Und das wird auch zukünftig der Fall sein. Darüber hinaus, meine Damen und Herren, und das wird Sie auch nicht wundern, hat Gustav Meyer zu Hartum schon viele Auszeichnungen erhalten. Ich darf erwähnen, die Raiffeisenplakette in Silber, die Schorlemmer-Plakette in Silber, die silberne Verdienstplakette des Pferdesportverbandes Westfalen, das Deutsche Reiterkreuz in Silber, das Bundesverdienstkreuz am Bande, die goldene Verdienstplakette des Landes Nordrhein-Westfalen und die goldene Ehrennadel des Westfälischen Pferdestammbuches. Und heute kommt das eigentliche Highlight, nämlich ein Preis seiner Heimatstadt Herford.
wie gesagt, die höchste Auszeichnung, die die Stadt zu vergeben hat. Ich denke, Sie stimmen mit mir überein, dass es einen würdigeren Vertreter als Förderer des Sportes in diesem Jahr nicht geben kann. Herzlichen Glückwunsch, Gustav Neustadt. Dankeschön. Bruno, wollen wir für diese vielen, vielen lobenden Worte, und er hat es ja schon angesprochen, auch Klaus Brinkmann wird sich mit einigen Worten hier einreihen. Ja, lieber Gustav, wenn ich das so sagen darf, das ist ja wirklich herausragend, was in diesen letzten 40, 50 Jahren, was du da geleistet hast. Und ich wollte eigentlich so ein, zwei persönliche Worte noch an dich richten und frage dich als erstes, kannst du dich noch an das Pferd Matadi erinnern? Matadi war ein dunkelbrauner Wallach und wie man manchmal in Reitersprache spricht, er war ein störrischer Esel. Aber, und warum sage ich das, Gustav hat mit diesem Pferd zum Ende seiner sportlichen Laufbahn sehr, sehr gute Erfolge gehabt. Und warum hat er die gehabt? Weil er diesem störrischen Esel in aller Ruhe und Harmonie und mit sehr viel Feingefühl und Sensibilität erklärt hat, dass es doch schön ist, auf einem Turnier auch Erfolg zu haben und diese Sprünge zu bekommen. Warum sage ich das? Weil es nicht selbstverständlich ist, dass man diese Verdienste um den Sport sich erwirbt, ohne Ecken und Kanten zu haben. Denn so wie wir unseren Gustav kennen, ist er nicht der Manager in Streitkultur oder der Manager, der ja Ecken und Kanten haben soll. Gustav hat in all seinen Zeiten immer dafür gesorgt, dass er die Menschen zusammengeführt hat, dass Harmonie entstand, dass Ergebnisse erzielt wurden und dass sich alle am Ende nicht nur vertragen haben, sondern stolz auf die Tätigkeit waren. Und ich kann sagen, dieser Vorstand, der über so viele Jahre diesen Reiterverein nach vorne gebracht hat, und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, wie viel zu ehrende Sportler vom Reiterverein heute hier auf der Bühne standen, das ist ein Verdienst des Reitervereins. Der Reiterverein der letzten 40 Jahre war Gustav Meyer zur Hartum und ich bin stolz, in diesem Vorstand tätig sein zu können. Vielen Dank. Thank you.